Tachchen. Uff, nee, noch nicht. Muss erstmal Platz machen, damit ich die ganzen Sachen hier drapieren kann. Oh, kennt ihr diese Bügeldinger, die immer an diesen Schultern hängen? Moment. So, mir fällt auf, vielleicht sollte ich mal das Gesicht nicht nur einsprühen. Ihr wisst, ich nehme momentan das. Finde ich ganz gut. Komme auch damit klar. Man muss nur aufpassen, bei der ersten Anwendung das Ganze erstmal zu peelen, bevor man sich das Natural Bronzer Spray rauf macht. Ansonsten habt ihr so fleckenartige Erscheinungsbereiche, da wo die alte Haut noch nicht runtergepeelt wurde. Schön stockend fängt es weiter an. Jetzt geht's flüssig los. Auf geht's. DM Hall. Ich schätze, das wird der einzigst große in diesem Monat sein, weil das ist auch so ein Monatseinkauf. Und werde dann übergehen. Möchte noch das Video abdrehen, wo ich meine ganze Schminke aussortiert habe. Wo Tahel, Coco Melody, ihr Kanal heißt ja meine Schwägerin, wo sie dann das Zeug kriegt, beziehungsweise die aussortierten Sachen, wenn sie die nicht braucht, soll sie weitergeben, wegschmeißen oder so. Aber wie gesagt, mit gebrauchten Sachen bin ich selber jetzt immer so. Meine Kinder wollen davon auch nichts mehr. Und dann aufgebraucht steht auch noch an. Also ich hinke wirklich total hinterher. Heute habe ich zum Beispiel dreimal Toilettenpapier gekauft. Ich gucke jetzt lieber schon mal auf den Bon, damit ich euch das sagen kann. Sanft und sicher. Für 1,95 sind es 2 Packs, 50 Tücher pro eine Packung. Einmal in Romantic Rose. Dann haben wir das Ganze in Magic Magnolia. Und ebenfalls für 1,95 White Hibiskus. Wie sagt man das dann? Hibiskus? Hibiskus, keine Ahnung. White, weiße Hibiskusblüte. Habe ich hier, ich sehe gerade überall ist limitierte Edition. Küchentücher, da habt ihr diesmal so Küchenmotive. Kaffeetassen, Zwiebeln, Kaffeebohnen sehe ich hier hinten. Eine Rolle hat 100 Blatt. Preis, glaube ich, waren 2,95. Den Karton hat sich Julien ausgesucht für ihr Zimmer. Airwick Fresh Medic Summer für 3,95. Ich glaube, die Batterien sind hier nicht mit bei oder doch sogar. Auf jeden Fall das Spray. Ach doch, Spray, Batterien und dieses Gerät. Ist wirklich kompakt für 3,95 hier drin. Ist auch individuell einstellbar. Wollte sie haben, hat sie sich mitgenommen. Die Variation gibt es auch noch in Weiß. Dann habe ich den einen Tag Sonil Color mitgenommen. Den Preis kann ich euch auch nicht sagen. Dann habe ich von Denk mit Geschirrspülpulver mitgenommen. Ich steige jetzt um auf Pulver. Ich habe gerne die Tabs genommen. Natürlich habe ich auch noch welche in Benutzung, brauche die auf, aber ich habe festgestellt, von Fit gab es eine Plastikflasche mit Pulver und das kann ich besser dosieren. Also ich kann mehr reinschütten, ich kann weniger reinschütten. Beim Tab ist es immer die gleiche Dosierung und ich kann dieses Package jetzt zum Beispiel in diese Plastikflasche nachfüllen. Auf der einen Seite verhindere ich damit Plastik, Umweltmüll. Und wie gesagt, für mich ist diese Plastikflasche hervorragend, dass ich dann selber dosieren kann bei sehr stark verdrecktem Geschirr oder bei nur Tassengläser. Da kann man dann auch weniger reinmachen. Den Preis habe ich ja auch nicht komplett im Kopf, aber ich glaube 3,95 oder 4,95, aber ich glaube eher 3,95. Ja, dann brauchte ich noch Geschirrspülsalz. Das habe ich von Somat mitgenommen. Das waren, glaube ich, 2,95.
Dann habe ich mir ein Desinfektionsmittel mitgenommen, Hygienespray. Ab und zu mal die Klinken zwischendurch, Wasserhähne, aber nicht übertrieben, sondern wirklich nur ab und zu. Man kann es auch für Geräte benutzen, kann zwischendurch die Nagelpinsel feilen oder sowas einsprühen. Hab zwar ein Ultraschallgerät zum Desinfizieren. Jetzt wollte ich gerade sagen, was erzähle ich denn bitte? Ich kaufe Geschirrreinigerpulver und habe dann hier Tabs. Ist gar nicht wahr. Diese Tabs sind für die Waschmaschine, wie man gut erkennen kann. Und ja, damit die Waschmaschine nicht verkalkt, zwischendurch so ein Ding reinschmeißen, waren auch, glaube ich, 3,95 so um den Dreh ungefähr. Ich habe Sunil gekauft. Benutze ich zurzeit sehr, sehr gerne, weil es wahrscheinlich auch wieder im Angebot war. Das ist ein Vollwaschmittel und diese Tüten kann ich auch problemlos in diese Plastikbehälter umfüllen, die ich damals von DM erworben habe mit diesem Plastikdeckel. Da schütte ich die dann rein, das Pulver. Finde ich vom Duft her sehr, sehr schön. Kann euch den Preis leider jetzt hier gerade nicht mitteilen, weil es reduziert war. Ich habe von dem einfach keinen blassen Schimmer mehr. Es tut mir leid. Dann jetzt mal los. Also, an der Kasse sagte man mir, ihr wisst ja, ich bin Berlins Beutelsammler. Ein Grün hatte ich tatsächlich noch nicht. Türkis, Blau, Rosa habe ich. Und da meinte sie, das ist ein Pfandbeutel. Ich so, Pfandbeutel. Ja, man bezahlt 3 € für diesen Beutel und kann ihn je nach Belieben, wenn einem der Beutel nicht mehr gefällt, wenn er dreckig wird, wenn er kaputt geht, bekommt man an der Kasse einen neuen Beutel, ohne dass man dann diesen bezahlen muss. Gibt den alten einfach nur zurück und kann sich einen neuen aussuchen. Also das heißt, wenn er mir jetzt nach einer Woche irgendwie dreckig wird und ich kriege die Flecken nicht mehr raus in der Waschmaschine, kann ich sagen, ich hätte bitte gerne für diesen Beutel einen neuen. Ich glaube nicht, dass man unbedingt dieses Kärtchen aufheben muss, weil die sehen ja, dass man den Beutel gekauft hatte. Aber das finde ich gut. Ja, dadurch unterstützen sie dann auch, dass man nicht mehr zu Plastiktüten greift, ne? So, dann jetzt los. Also, wir haben einmal Sensodyne Zahnbürsten gekauft, 2 Stück. Die haben, ey, immer wenn ich anfange, ist irgendwas auf dem Hof nervig. 4,95. Aber gut, die machen ja auch nur ihre Arbeit, ne? Dann wollte Jolie noch ein Denk-mit-Spray. Keine Ahnung, wo sie sich den hinhauen möchte. Aber eigentlich dachte ich, die sind fürs Bad. Nö, meine große Tochter möchte so ein Teil im Zimmer haben. Vielleicht am Eingangsbereich, keine Ahnung. Das kostet 1,25. Dann haben wir noch eine Zahnbürste. Die ist für Kilian. Der liebt der Orange-Rosa. Und die kostet 95 Cent. Nochmal ein Hygienereiniger für die Waschmaschine mitgenommen von Sagrotan. Das kostete 3,95. So für zwischendurch eine Einmalanwendung, 250 Milliliter. Ja, dass die Waschmaschine zwischendurch wirklich mal komplett so ein bisschen durchgespült wird. Jolien wollte diesen Lidschatten Cube. Wir haben ja auch keine Lidschatten, ne? Aber jeder möchte ja so seine eigenen Sachen haben. Sportriegel? Was für Sport? Hätte mir Sportriegel einfach eingepackt. Jolien, ey, davon wusste ich gar nichts. Ich dachte gerade, ich habe gerade einen falschen Bon. Ach doch, da, 5,95. Cube Eye Palette 010 für Smoky Eyes Varianten. Ja, dann hier 5 Sportriegel. A45 Cent. Warum steht denn hier mein Haar so ab? Ey, da krieg ich ja eine Krise. Also ich sitze ja sonst nicht irgendwie ladylike vor den Videos, aber wenn hier so ein Ding absteht, wird das ja ein bisschen komisch. Masken mussten es mal wieder sein, ne? Davon habe ich ja sehr, sehr wenig. Aber Fußmasken, 2 von Balea für 65 Cent eine. Die liegen übrigens auch dort, wo man diese Schuhsohlen bekommt, die Gelsohlen, die ganzen Sachen für Füße, da findet ihr das. Dann habe ich mir von Trended Up einen Sunburst Bronzer gehault, ist auch noch richtig, gekauft
Für 3,95. Nein, für 5,95. Entschuldigung, ich korrigiere mich. Und wenn ich das jetzt gerade von Sunburst dieser Serie hochhalte, werde ich kurz mal verschwinden. Oh, Maschine! Dann gibt es nämlich noch Sunburst Body Glow Cream. Die fand ich ja beim Tester total schön. Und es gibt von Sunburst Plumping Lip Glow. Also der, ihr wisst ja, zurzeit bin ich so auf dem Trip. Dieses Plumping Mentholige finde ich gerade total toll auf den Lippen. Der Stift sieht so aus, hat eine ganz, ganz leichte Einfärbung und ihr habt ganz, ganz minimal bronzefarbene Partikelchen drin, was natürlich wirklich sehr schön für so einen Wet Look sorgt. Oh, der schmeckt nach Pfirsich. Lecker, lecker, lecker. Also, der dufte mit und dann diese Body Glow Cream. Fand ich eine schöne Pigmentierung. Ich mache mir mal hier so einen Pups. Nicht erschrecken, das sieht zuerst sehr, sehr dunkel aus. Huch. Aber das hat einen richtig schönen Glanz. Und ihr habt kleinere und größere Partikelchen drin. Na toll, das sieht man jetzt natürlich nicht, ne? Aber es ist ein sehr, sehr dezenter, schöner Glow. Und dann habe ich noch, den kann ich jetzt leider nicht probieren, weil ich schon Mascara drauf habe, von Trended Up. Diese Base soll wohl die Wimpern verlängern. Ihr habt hier Mikrohärchen drin. Die ich das eine Mal im Video vorgestellt habe, die ich im Glas von Maha habe. Maha habe, ja, die Firma hieß Maha, habe. Und die hatte ich ja einzeln, die konnte man sich so draufsetzen. Hier sind sie schon reingemischt. Der Ton ist Nude Farbend. Da seht ihr das Ganze. Man soll das antrocknen lassen und kann dann wie gewohnt mit seinem Lieblingsmascara, den man nehmen möchte, dann drüber fahren. Dann hat man wohl eine optische Verlängerung. Ich werde das aber auf jeden Fall definitiv probieren. Dann hatten sie hier noch bei uns in der Filiale von der vorigen LE diese Travel Blush aus der Kaviar Gage. Ich habe schon wieder vergessen, wie man es ausspricht. Huch. Und das war ja dieser kleine Pinsel zum Mitnehmen, obwohl ich ja wirklich kein. Hier steht irgendwie ein Haar höher. Obwohl ich wirklich kein Schminkmädchen unterwegs bin. Der kostete bei uns 3,95 das Stück. Boah, das nimmt kein Ende. Ich habe die Nivea Glow mitgenommen, eine BB Cream. Die war, glaube ich, ja doch, 7,95. BB Creams mag ich ganz gerne zwischendurch. Auch die Aufmachung ist auch schön. Wieder ein schönes Deko-Stück. Oh. Also hier steht auch drauf, passt sich dem Hautton an. Da sollte man sich also jetzt wirklich nicht erschrecken. Ich randaliere hier wieder rum. Also es sieht auf den ersten Blick sehr, sehr dunkel aus. Ist eine sehr, sehr feuchte Konsistenz, also sehr auf Wasserbasis. Schöner Duft. Genau wie mit dem One Minute Corrector seht ihr, das Dunkle ist wirklich verschwunden. Ich denke mal, das wird ganz gut werden, wenn es sich wirklich dem Hautton anpasst. Also von der Farbe, die hier rauskommt, nicht abschrecken lassen. 24 Stunden Feuchtigkeit, glättet, mattiert, verfeinert die Poren, beugt Unreinheiten vor mit Magnolienextrakt. Dann gab es ja von L'Oréal, auch schon vor 2 Wochen stand die Aufsteller da, Glow Cherie. Nee, Cherie steht da nicht. Das wird schon wieder anders ausgesprochen. Cherie? Cherie? Keine Ahnung. 9,95. Den Tester fand ich auch sehr, sehr schön. War ein super schöner Glanz. Ich habe es zurzeit mit Glow-Sachen so. Kaufen hier nur noch glowige Produkte. Da seht ihr das. Am Handknochen direkt. Also meine Hand
leuchtet gerade wirklich von drei verschiedenen Produkten. Hat einen süßlichen Geruch. Die anderen Riegel, dann brauchte ich Fliegenfänger, weil ich weiß, es geht bald wieder los, dass die ganzen Fliegen ankommen. Giselle braucht natürlich auch eine neue Zahnbürste. Die sind eigentlich fast genormt mit Dr. Best oder so. Man hat hier diese vorstehenden Bürstchen. Bei ihr achte ich drauf, weil sie ja noch eine feste Zahnspange hat, dass sie da besser rankommt. Dann gab es zwei neue Colgate. Einmal die Version Natural Extracts. Natural Extracts. Natural Extracts mit Limonöl und Aloe Vera Extrakten. Das wäre die Version. Und dann gibt es noch mit aktivem. Boah, nee, das ist mir. Gibt es das auch auf Deutsch? Moment. Nö, gibt es nicht. Aktivkohle und Menthol oder so. Eine Packung hat 3,45 gekostet. Die werde ich ausprobieren. Die Aufmachung ist auch sehr schön. Ich würde. Okay. Grün. Erinnert mich gerade total an Zahnarzt. Irgendwas beim Zahnarzt ähnelt dem Duft. Also Limone rieche ich jetzt gerade momentan nicht raus. Es überwiegt Menthol, was ja auch gar nicht schlimm ist. Umso besser. Dann hat man auch das Gefühl, dass man Frische hat. Aber das muss ich wirklich probieren. Ich werde die andere jetzt auch noch mal aufmachen, damit ihr sehen könnt, ob das wirklich schwarz ist. Weil schwarz ist immer so. Da sollte man die Zähne dann wirklich so putzen, dass man sich danach erst mit weißen Sachen einkleidet. Ja, die ist grau. Grau-schwarz. Gott, ich hatte das Gefühl, ich rieche Lakritze. Auf jeden Fall auch schön mentholig. Na super, wie kriege ich es jetzt wieder rein? Doch, jetzt ist drin. Jolene hat sich Balea Wonderöl mitgenommen. Für trockene Spitzen. Für 2,95. Das knetet man sich wohl in die Spitzen. Muss da nichts mehr ausspülen. Dann Silberfische habe ich im Bad bei uns entdeckt. Die kommen irgendwo aus so einer Ecke von der Fliese oder irgendwo kommen die rausgekrochen. Fand ich nicht schön. 3,65. Ja. Dann ein Ameisenköder für die Terrasse. Weil, wenn es normale Ameisen wären, würde mich das gar nicht stören. Aber dieses Jahr haben sich rote Ameisen dort gefunden. Und dann sage ich mir, nö, ihr seid nicht willkommen. Tut mir dann auch für jede Ameise leid, aber die krabbeln ins Zimmer rein. Und das ist dann nicht mehr schön bei roten Ameisen. 1,85. Ja, hier, Jolene hat sich dann noch so ein Nachfüllsprühzeugs geholt für ihre neue Sprühversion. 85 Cent hat das gekostet. Listerine Total Care, ein Mundwasser, hat gekostet 4,95 €. Dann noch ihr fünfter vermisster Riegel, die sie sich heimlich hier reingeknallt hat. Dann gab es von Vernell zwei neue. Ja, das ist ja, jeden Monat ist immer irgendwas neu und der Inhalt ist meistens der gleiche. Keine Ahnung. Fresh Control Ice Blue. Und wir haben Floral Crisp mit Geruchsneutralisierungstechnologie. Aus recyceltem Plastik, 100%, steht auch hier unten in der Ecke jeweils. Ja, Aktivmomente. Ich werde mal gucken. 1,25 hat jeweils eine Flasche gekostet. Der Duft ist der, den ich kenne, obwohl ein bisschen wie Eisbonbon. Ja, da kommt so eine kühle Note, Mentholartig so ein bisschen hoch, aber der Duft ist der, den man von Vernell gewohnt ist. Doch schon ein bisschen anders, aber die Grundnoten sind die, die wir von Vernell gewohnt sind, vom blauen und vom roséfarbenen. Aber hier wirklich, da kommt so eine leichte Eisnote wirklich hoch, so wie der Name sagt. Und Floral Crisp. Und dann habe ich noch Meridol gekauft. Einmal. Das hat 3,95. Nee, Quatsch. Ernsthaft, kostet 3,95. Tatsache, 75 Milliliter. Ich bin fertig. Das letzte Produkt.
Ein Trended Up Ultra Black Liquid Eyeliner Waterproof. Den hat sich Jolien mitgenommen. Der kostet dann 3,65. Und der hat hier diese ganz sehr, sehr schön. Wenn er funktioniert, dann ist es gut, ne? Ja, das war's. Also ich glaube, das reicht auch. Toilettenpapier war zum Beispiel diesmal jetzt gar nicht bei. Das steht schon im Bad. Damit konnte ich jetzt echt nicht warten, bis ich hier das Video hochlade. Aber ihr seid so auf dem aktuellsten Stand bei mir. Und wie gesagt, ich weiß, es wurde sich noch gewünscht, Schminky mit BH Brasil. Dann mein Aussortiertes kommt noch als Video. Real Talk am Samstag sowieso. Und aufgebraucht, ganz wichtig. Das sind erstmal so die Videos, die euch diese Woche erwarten, damit ihr so ein bisschen einen kleinen Plan habt. Ansonsten wisst ihr Bescheid. Ihr könnt mir Vorschläge schicken. Ach komm. Vorschläge schicken, wie ihr möchtet. Wenn ich sie umsetzen kann, gerne, wenn es machbar ist und möglich ist. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, was immer ihr auch noch tut. Genießt die kurze Arbeitswoche. Irgendwie ist das schon fast vorbei. Wir haben morgen nur noch Freitag. Ey, ich bin ja auch witzig. Was habe ich denn gerade gesagt? Euch erwartet noch das, 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 das. Ich habe das Gefühl, dass ich hier am Montag anfange, weil wir gestern diesen Feiertag hatten. Um Gottes Willen. Samstag ist ja schon übermorgen. Okay, dann sage ich es mal so. Es tut mir leid. Ich bin wirklich total durch den Wind. Es erwarten euch die Videos, die ich angesagt habe, auf jeden Fall. Ob sie jetzt unbedingt alle 3 oder 4 dieser Woche noch kommen, das bezweifle ich. Aber ihr habt jetzt schon mal so einen kleinen Videoplan von mir. Ja. Naja, verpeilt wie immer, ne? Wünsche euch was. Alles Liebe. Bis bald. Ciao, ciao.